Begleitet von Protesten eröffnete die Alternative für Deutschland am Abend des 24. Juni ihre Parteizentrale. In den Räumen der Blauner Marienstraße 22 sind ab sofort die Kreis- und die Fraktionsgeschäftsstelle sowie ein Bürgerbüro unter einem Dach vereint. Uns liegt es ganz besonders am Herzen, dass die Bürger mit ihren Sorgen und Nöten zu uns kommen, wohl wissend, dass wir nicht alles lösen können. Aber wir müssen mit den Bürgern sprechen, wir müssen auf die Sorgen und Nöte eingehen und dann versuchen, die politischen Weichen dahingehend zu stellen, dass der Mehrheit der Bevölkerung in Sachsen und vor allem auch hier im Vogtland ein Stück weit geholfen wird. Und vor allem bin ich halt angetreten, das ist jetzt nicht unbedingt nur auf Blauen bezogen, sondern um den gesamten ländlichen Raum in Sachsen wieder zu fördern. Zur Eröffnungsfeier hatte man sich Prominenz aus Berlin geholt. Frauke Petri, Mitglied im Bundesvorstand und Landesvorsitzende der AfD, möchte in Zukunft Themen aufgreifen, die von anderen Parteien liegen gelassen werden. Ihrer Meinung nach sei das vor allem die Familien- und Sozialpolitik, aber auch die Einwanderungs- und Asylpolitik. Die AfD ist weiterhin eine kleine Partei, aber eine Partei mit einem relativ großen Wachstumspotenzial. Sie ist vor allen Dingen aber eine junge Partei, die in den kommenden Jahren noch beweisen muss, wie ernsthaft ihr die politische Arbeit ist. Ich glaube, wir haben in Sachsen zeigen können, dass unser Einzug in den Landtag jetzt von einer soliden politischen Arbeit gefolgt ist und die wollen wir weiter fortsetzen. Mit der Eröffnung mehrerer Bürgerbüros will laut Gunter Wild die Partei neue Wege gehen. Für den Kreisvorsitzenden ist es nach Rodewisch das zweite. Geöffnet hat das Büro montags und donnerstags zwischen 14 und 18 Uhr.